Es ist endlich wieder soweit. Ich habe euch ja gefragt, was für Möglichkeiten gibt es denn, euch fünf deutsche Skyblock-Spieler zu zeigen in etwas, wo sie krass sind, ohne dass sie darin gecheatet haben könnten. Und da kam tatsächlich von jemandem von euch die Idee, ja, zeigt doch mal Leute, die irgendwo in Alchemie oder in Enchanting gut sind. Und ich dachte mir so, ja, gut, okay, mit irgendwelchen Solvern, die ja grundsätzlich eben auch erlaubt sind, kann man in Enchanting halt eben wirklich nicht cheaten, sondern eigentlich einfach nur Glück haben. Oder eben, dass seitdem Enchanting draußen ist, quasi mit dem Experimentation Table, das jeden Tag machen. Also schauen wir uns doch mal die fünf Leute an im deutschsprachigen Raum, die sehr viel Enchanting XP haben. Das hier ist übrigens kein abgeschlossenes Leaderboard. Und ich sage nicht, dass das die Top 5 sind, aber es sind zumindest die Top 5 Leute, die ich kenne und von denen ich auch weiß, dass sie eben deutsch sind. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Wenn man das öffentliche Leaderboard betrachtet, sind diese Leute übrigens fast alle in den Top 30 und wir beginnen jetzt hier einfach mal hinten bei Platz 5, den ich so gesehen gefunden habe. Das ist Maragotchi aus Gods 2, hat hier doch einiges an XP, wenn man sich das mal anschaut, hat immerhin alle Skins auf dem Maximallevel, hat 6,4 Milliarden Skill XP insgesamt und rund 2,9 Milliarden Skill XP entfällt dabei auf Enchanting, wo hier auf Platz 33 angezeigt wird und Taming hier mit auch einem guten Overflow ebenfalls fast in Top 50 auf dem öffentlichen Leaderboard. Und was mich natürlich vor allem interessiert bei Leuten, die Enchanting hochgelevelt haben, ja, was leveln sie denn damit? Ich meine, na, deswegen schauen wir uns natürlich die Pets an. Wir haben hier 7,6 Milliarden Skill XP in Pets drin, also Pet XP natürlich, und wir schauen uns jetzt natürlich mal den Guardian an, da sind 3,5 Milliarden XP drauf. Könnte also sehr, sehr gut sein, dass hier nicht immer ganz alles in den Guardian geflossen ist, aber doch relativ viel. Und das kenne ich nämlich ziemlich gut, weil ich erst seitdem ich über 1 Milliarde Enchanting XP Overflow habe, mit dem Guardian das Ganze mache. Und ich habe mittlerweile ja bei etwa 2,5 Milliarden Enchanting XP, etwa 3 Milliarden XP auf einem Guardian. Also er ist da ein bisschen voraus, aber könnte das, denke ich, theoretisch ähnlich gemacht haben wie ich. Er hat ansonsten eigentlich auch fast alle Pets und eben auch fast alle gemaxt. Einige fehlen noch und eben, was hier noch konkret fehlt an Pets, ist hier jetzt in diesem Fall nur das Mushroom Cowpet und Snail Pet, also die beiden neuesten Pets, die eben durch das Crimson Isle Update dazugekommen sind. Droplet Wisp hatte aber beispielsweise schon auf Level 100, ziemlich interessant, und natürlich auch ein Common Cooler Pet, das gehört mittlerweile auch fast so dazu. Und was wir uns selber auch anschauen ist, ja, wie haben sie denn die Ressourcen bekommen, um halt eben Enchanting machen zu können, ob das mit Lapis Minions gemacht wurde oder nicht, weil ich beispielsweise mache es ja mit Lapis Minions einfach, aber das scheint hier nicht so der Fall zu sein bei Magotchi, der hat hier 1,4 Millionen Lapis. Ich glaube nicht, dass man damit relativ weit kommen würde, wenn man damit Enchanting machen versuchen wollen würde. Platz 4 geht einen uns längst bekannten Spieler hoch, Lukas, der ja generell, was Skill XP angeht, einfach der Platz 1 im deutschsprachigen Raum ist, könnte man sagen. Wenn wir uns das anschauen, er hat hier insgesamt 13,3 Milliarden Skill XP auf seinem Konto, beinahe 5 Milliarden Taming XP, was ihm immer noch Rang 2 beschert aktuell, und eben er ist auch vor allem krass im Mining mit 3 Milliarden, wo er eben auch Platz 2 ist. Ja, in Enchanting, da bringt das tatsächlich auf ein bisschen weniger, nur auf 3,08 Milliarden. Das bringt ihm hier Rang 26 im öffentlichen Leaderboard ein. Und eben, ich saß ja immer mal wieder zwischendurch, oder ich habe es schon öfter mal erwähnt, als ich einfach mal eben verschiedene 5 deutsche Spieler-Videos gemacht habe, wo Lukas, wie gesagt, auch schon das öfter mal drin vorkam. Auch Lukas hat hier ein Weight von 37.600 und so gut wie gar nichts in Dungeons, könnte man sagen, wenn man sich dazu anschaut. Und auch Slayer hat jetzt nicht allzu viel, aber er hat wirklich fast 33.000 Weight alleine durch Skill XP. Und das ist halt eben das, was Lukas zu einem so krassen Spieler macht, wie er halt eben tatsächlich ist, und er könnte, denke ich, relativ gut oder relativ schnell oben in den Top 5 mitmischen von den Skyblock-Spielern, wenn er auch mal Dungeons machen würde. Aber ganz ehrlich, ich respektiere das und ich finde das auch toll, dass man einfach mal auf Dungeons scheißt, auf gut Deutsch gesagt. Und seine Pets sind natürlich extrem krass, weil ich meine, er hat in extrem vielen Skills extrem viel XP, hat dementsprechend auch 26 Milliarden Pet XP. Aber wir schauen jetzt mal, finden wir hier irgendwo einen Guardian bei ihm? Ja, er hat sogar zwei, einen noch mit Skin. Auf diesem hier haben wir 5 Milliarden Overflow. Ja, das scheint wohl sein Main Guardian zu sein, wenn es um Enchanting geht. Und auf dem anderen hier, okay, da haben wir doch auch schon 2 Milliarden XP drauf. Vielleicht hat er wirklich schon immer
den Garten verwendet, um damit Enchanting machen zu können, oder vielleicht auch mal einen gekauft, wo schon viel XP drauf war oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist da viel XP drauf und eben über seine Pets müssen wir ansonsten eh nicht groß reden. Er hat eigentlich alle, die er hat, gemaxt und ihm fehlen halt doch noch ein Golden Dragon anscheinend und hat einfach noch die ganzen neuen Pets, die durch das Crimson Isle Update dazugekommen sind hier. Ja, und eben Lukas ist ja vor allem jemand, der für Farming eigentlich bekannt ist, hat ja auch 2,6 Milliarden Melon. Ich weiß nicht mal, ob das Platz 1 immer noch ist unterdessen, aber seine Lapis Collection, die ist noch ein bisschen kleiner als die, die wir von Magotchi gerade gesehen haben. Also auch da werden die XP-Balls höchstwahrscheinlich gekauft gewesen sein. Und als nächstes sind wir bei dem Spieler angelangt, der schon öfter mal in Videos vermisst wurde. Allerdings muss ich sagen, es kamen, glaube ich, zu diesen Zeitpunkten, als diese Videos erschienen, tatsächlich nichts darin vor, wo Schmachmartin hätte auftreten sollen. Aber hier ist er nun, das erste Mal. Und übrigens kann ich auch sagen, weil ich das gerade auch heute mal nachgeschaut habe, er ist hier mit 50.890 seine für Weight tatsächlich Platz 1 in Weight aktuell. Zumindest von Leuten, die eben ihre API und alles auch anhaben. Und eben damit gleichzeitig natürlich auch Platz 1 Weight im deutschsprachigen Raum. Ob das jetzt alles korrekt ist, was er hier hat oder ob er sich das alles auch legitim erspielt hat, das will ich nicht behaupten, aber wir schauen uns trotzdem sein Profil einfach mal an. Er hat nämlich auch 3 Milliarden Taming XP und ist damit auf Platz 9 und in Enchanting mit 3,38 Milliarden XP schafft er es auf Platz 17 im öffentlichen Leaderboard aktuell. Insgesamt bringt er es doch auch auf 9 Milliarden Skill XP insgesamt. Und in Sachen Pet XP, da bringt er es auf 14,47 Milliarden. Er hat hier, wie man sehen kann, auch 2 Golden Dragon, wahrscheinlich so einen Main Golden Dragon. Genau, da ist ein Schelmet drauf und da ein XP Share, ganz genau. Sowas möchte ich nämlich auch mal noch machen in Zukunft, denn ich level ja mittlerweile doch schon relativ lange eigentlich keine Pets mehr, weil ich einfach alle auf Level 100 habe. Aber mit XP Share noch so einen zweiten Golden Dragon hochleveln, das macht natürlich schon Sinn. Vor allem, weil man damit ja gut und ganz so 600-700 Millionen Profit machen kann am Ende. Sein Garden Pet hat hier 6,38 Milliarden XP drauf, also auch da kann man, denke ich, davon ausgehen, dass da Enchanting so gut wie immer mit dem Guardian Pet gemacht wurde, was ja eben grundsätzlich schon auch am meisten Sinn macht, weil man dadurch am meisten Enchanting XP bekommt und weil es ja eben ein Enchanting Pet ist, bekommt man damit eben gleichzeitig auch noch eine enorm große Menge an Taming XP dazu, was er auch wiederum nicht schlecht Weight gibt. Ja, und auch die Lapis Collection ist bei Schachmartin hier weniger relevant, das hier würde wahrscheinlich reichen, um so, ja, ein, zwei Tage Enchanting machen zu können mit dieser Menge. Damit sind wir schon bei Platz 2, bei einem Shinox. Ich kenne diesen Spieler tatsächlich nicht, muss ich zugeben, ist allerdings hier in der 155 IQ-Gilde und das ist die Gilde von Castcrafter, also gehe ich mal stark davon aus, dass es auch jemand deutschsprachiges sein wird. Und es ist tatsächlich auch die erste Person, die wir hier sehen, die keinen Skill-Level von 55 hat, sondern noch um einiges darunter ist, aber doch auch 4,6 Milliarden Skill-XP hat, wovon 3 Viertel, nämlich 3,4 Milliarden hier aus Enchanting kommen, was hier Platz 15 ergibt am Ende. Also, ja, ziemlich interessant, dass hier ist ein Spiel, der eigentlich gar nicht mal mega krass ist, würde ich jetzt mal so behaupten, auf den ersten Blick, aber einfach in Enchanting halt ziemlich cracked ist. Und wenn wir uns hier mal die Pets anschauen, dann sehen wir natürlich im ersten Moment auch, ja, das sind gar nicht mal so mega viele Pets dabei. Allerdings hier ein Guardian auf Level 100 hat einen Shinox und der hat aber auch nur 1,57 Milliarden XP drauf. Also könnte man sagen, wahrscheinlich wurde mit Enchanting hier, vor allem wurden hier mit wahrscheinlich andere Pets gelevelt. Find's dann aber wiederum ziemlich amüsant, dass er die Person ist mit der höchsten Lapis Collection von allen Leuten, die wir gesehen haben hier bei Enchanting. 2,16 Millionen, ja, ist auf jeden Fall schon mal einiges. Aber auch hier müssen wir wahrscheinlich sagen, dass eben Enchanting höchstwahrscheinlich gemacht wurde, indem man sich Bottles gekauft hat oder eben, wie gesagt, auch Level beispielsweise selber erfarmt hat durch irgendwelches Mining und so weiter. Das geht ja natürlich auch. Und damit sind wir bei Platz 1 und ihr kennt ihn, er war auch schon in 2 Videos von mir, glaube ich, X das Ganz. Ist aktuell auch im öffentlichen Leaderboard, was Weight angeht, Platz 2 weltweit und damit ja hinter Schwachmartin eben auch Platz 2 im deutschsprachigen Raum. Hat hier ja fast 50.000 Weight, auch 32.000 Weight alleine durch Skills.
Der bringt sie auch auf insgesamt fast 20 Milliarden Skill XP, also sehr, sehr nahe dran bei Hoch Lucas auch tatsächlich. Hat, glaube ich, jetzt sogar mehr als Hoch Lucas. Wenn wir uns da zurückerinnern, in Taming ist er Platz 4 mit 3,6 Milliarden Overflow, aber in Enchanting hat er jetzt nochmal einen großen Sprung gemacht zu Platz 2. 5,3 Milliarden Overflow XP, das ist Rang 2 für ihn im öffentlichen Leaderboard. Und um 5,3 Milliarden Enchanting XP Overflow zu haben, da muss man, glaube ich, schon sagen, dass man seitdem der Experimentation Table da ist, eigentlich wirklich fast jeden Tag wahrscheinlich die 4 Experimente machen musste. Und teilweise muss man wahrscheinlich sogar auch noch ein bisschen Glück gehabt haben, um dann eben auch wirklich viel XP mit rausnehmen zu können. Was bei ihm vielleicht auch nicht gerade irrelevant ist, sind die 8,8 Milliarden Alchemie-XP, die er hier noch hat, was ihn hier aktuell auf Rang 5 platziert, aber das ist dann Thema für ein anderes Video. Wir schauen uns seine Pets an und hier sind es 16,6 Milliarden Pet-XP, die er insgesamt hat, aber er hat schon drei Golden Dragon, einer hier mit einem Miner's Relic, ein zweiter mit einem Turtle Gelmet und ein dritter, der mit einem XP-Share gelevelt wird. Schauen uns auch noch seinen Guardian an, der hat hier 10,37 Milliarden XP drauf. Und ich finde auch immer diese Prozentanzeigen daneben ziemlich amüsant. 40.926%. Ja, zu so viel Prozent ist dieses Pet schon gelevelt. Also man hätte mit dieser XP 409 mal einen Guardian auf Level 100 bringen können. Zu guter Letzt noch die Collections und da bringt er es auf ein bisschen mehr. 6,4 Milliarden Napis hat er in der Collection. Aber auch das wird natürlich bei weitem nicht dafür gereicht haben, um so viel Enchanting XP anzuhäufen. Wie viel Enchanting XP habt ihr oder was habt ihr schon alles Krasses bekommen aus Enchanting von den Experimenten? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Peace out.